Hallo Nina, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir heute über ein tolles Thema zu sprechen. Aber erst kurz zu dir. Du bist Scrum Masterin, Agile Coach. Wir kennen uns schon lange. Ich konnte wahnsinnig viel von dir lernen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja. Freut mich sehr, mal wieder was mit dir zu machen. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet und jetzt mal so ein Gespräch mit dir zu führen, freut mich sehr. Ja. Wir wollen heute so ein bisschen über dieses Thema Loben sprechen. Loben wir zu viel, loben wir zu wenig? Und du hast auch eine sehr, sehr interessante und ein bisschen auch skurrile Geschichte mitgebracht. Was ist denn da passiert? Naja, zum Thema loben wir zu viel oder zu wenig. Ich glaube, wir machen uns mittlerweile zu wenig Gedanken, wofür wir welche Art von Feedback geben. Mhm. Und ja, die Geschichte, auf die du ansprichst, es sind mittlerweile mehr geworden, aber es gab eben mal eine. Es ging um Scrum-Team und im Review bekommst du dann eine Seite präsentiert, weil das auch die Aufgabe war, stand so im Sprint. Und dann steht auf dieser Seite eben, bitte bis zum Review noch lösen. Und naja, gut, dann ist so ja, die natürliche Reaktion, das ist nicht fertig. Mhm. Und dann gab es damals eine wilde Diskussion darüber, ob man deswegen jetzt die Story nicht abnimmt. Und okay. Ich hatte die Meinung vertreten, ja, die ist nicht dann. Nur ja. Dann ist wirklich dann, wie wir so gern sagen. Ist nicht wirklich erledigt, ist nicht fertig, ist nicht fertig. Ja. Ja. Ganz kurz für euch, wir sprechen hier viel über verschiedene Sachen, die in einem Scrum-Framework drin vorkommen. Wenn ihr da noch ein paar Fragen offen habt und die euch die Begriffe Review, Daily, Stories und solche Sachen noch offene Fragen sind, ich habe euch oben das Video verlinkt, wo ich kurz erkläre, was Scrum ist. Schaut da nochmal vorbei, wenn ihr da noch Fragen habt. Aber nochmal zurück, wie ist es dann weitergegangen? Also du hattest die Ansicht, das ist noch nicht fertig, weil es vielleicht auch noch nicht fertig war. Was ist dann passiert? Ich war ja nur die Scrum Masterin von einem anderen Team, aber daraus hat sich eine größere Diskussion dann ergeben, auch außerhalb des Projekts, über die Frage, was ist Qualität, was ist lobenswert? Mhm. Gibt es vielleicht doch einen Unterschied zwischen überschwänglicher Wertschätzung und Lob und ja. Strafe? Okay. Also wir wollten ja in der Agilität mit diesem neuen Motiv der Lernkultur, der positiven Fehlerkultur heißt sie auch manchmal, ja. Wollten wir Innovationskraft stärken und mhm. Eigenverantwortung. Es ging darum, dass Teams für Experimente zum Beispiel nicht bestraft werden. Ja. Ja, das ist aber was anderes, als zu sagen, hey, das hast du ganz toll versucht. Ich bin so froh, dass du fast fertig geworden wärst. So ein bisschen heuchlerisch dann. Ja. Naja, ich glaube eben nicht heucheln. Ich denke, wir haben einige unserer Führungskräfte vielleicht auch ein bisschen überfordert. Wie meinst du? Sie hatten als ihre bekannten Instrumente Kontrolle und Strafe im mildesten Sinne, aber zu sagen, wenn du es nicht geschafft hast, dann wirst du dafür in einer Form sanktioniert und mhm. das kann ich schön sauber kontrollieren. Das haben wir ihnen jetzt weggenommen und haben ihnen stattdessen Wertschätzung gegeben. Als Führungsinstrument? Genau. Mhm. Ist auch eine gute Idee, ich will das überhaupt nicht bestreiten. Aber das Austarieren, wann, in welcher Form, was angebracht ist, glaube ich, da fehlt vielen die Erfahrung. Mhm. Und damit sie dann nicht von ihren Scrum Mastern oder agilen Coaches blöd angeschaut werden, loben sie mal lieber. Mhm. Und ich bin der Meinung, das führt zum Aufweichen von Qualitätskriterien, von Qualitätsanspruch. Ja, und das ist ja das, was wir eigentlich genau nicht wollen. Wir wollen ja nicht irgendwie Scrum machen, um Wischiwaschi zu machen, um irgendwas fertig zu bekommen, sondern wir wollen ja trotzdem eine gute Qualität, die den Ansprüchen von den NutzerInnen nachher irgendwie auch gerecht wird. So ist es. Wie würdest du dann in so einer Situation vorgehen? Also wir haben jetzt irgendwie ein Team, das performt nicht wirklich so gut, wie es machen performen könnte, sagen wir es mal so. Wird von der Führungskraft oft gelobt für Sachen, die eigentlich nicht lobenswert sind. Was würdest du in so einer Situation machen? Wie geht man da vor? Ich glaube, es ist kontinuierlich die Arbeit mit der Formulierung von Erwartungshaltungen. Mhm. Erwartungshaltung an unser Miteinander. Erwartungshaltung an Produkte, da stecken wir nämlich wahnsinnig viel Aufwand rein, wenn du denkst an Design Thinking Workshops, ja. an User Journeys, an aktive AnwenderInnen-Einbindung, Kundenfeedback, mhm. da nehmen wir uns ganz viel Zeit dafür, dass mhm. die an unserem Produkt
Anforderungen formulieren können. Auch ja. Die dürfen auch Kritik äußern. Mhm. Für die Produkte machen wir das. Mhm. Für die Arbeitsleistung und für die Zusammenarbeit von Teams machen wir das aber meines Erachtens ein bisschen zu wenig. Okay, also auch da quasi dieses Feedback von den Kunden und von den NutzerInnen nachher reinzunehmen, auch in die Arbeitsleistung zu schauen, hey, das, was wir erarbeitet haben, erfüllt es diese Kriterien oder eben nicht? Und dann konstruktiv auch darauf hinweisen, dass vielleicht eine User Story noch nicht fertig ist, oder? Ja, und bezogen auf die Führungskräfte oder auch die Teammitglieder untereinander, wirklich auch Erwartungen zu formulieren, wie arbeiten wir miteinander, was verstehen wir unter fertig, wann ist für uns was fertig? Mhm. Und auch hinsichtlich so weicher Aspekte, was erwarte ich von dir, wie du mir gegenüber auftrittst zum Beispiel. Mhm. Weil auch nochmal vielleicht zurück zum Thema Fehlerkultur, das heißt, Fehler machen dürfen, heißt nicht, dass ich mich dafür nicht entschuldigen muss. Oder dass ich die nicht korrigieren muss. Oder sie nicht dreimal denselben Fehler machen. Genau. Und eben da auch einfach mal drüber zu sprechen, welche Erwartungen habe ich? Wie will ich, dass das bei uns läuft? Mhm. Und dann vielleicht auch ein Basisset an guten Umgangsformen, wie wir es gesellschaftlich auch aushandeln oder wie wir es in Familien handhaben. Und es lohnt sich auch für Teams, das einfach mal zu machen, dann ein Basisset zu definieren, zu sagen, dafür brauchst du mich auch nicht loben. Das sind unsere Ansprüche aneinander, die gelten einfach immer. Mhm. Dann nochmal quasi, wenn wir uns anschauen, okay, ein Team vielleicht so ein bisschen sowas wie Working Agreements vielleicht erarbeiten, was sind unsere Umgangsformen miteinander? Wenn wir jetzt aber uns anschauen, okay, wir haben da irgendwie aber auch ein Problem, wie du ja gerade gesprochen hast, beim Management oder bei den Führungskräften von dem Team, unabhängig von Scrum Mastern und Product Ownern, die ja irgendwie auch eine Führungsrolle haben. Wie würdest du auf die zugehen? Aus der Rolle von einem Agile Coach als Scrum Masterin, was würdest du mit den Führungskräften im Gespräch erarbeiten? Was würdest du denen stattdessen mit an die Hand geben an Werkzeugen? Im Grunde würde ich Ihnen was erklären, was gar nicht so von dem abweicht, was wir gerade besprochen haben. Führungskräfte müssen bekannte Qualitätskriterien, Erwartungen formulieren und transparent machen. Mhm. Und sie müssen erklären, warum sie gewisse Dinge haben wollen. Wenn du zum Beispiel ein Produkt baust als Firma und ein Manager verantwortet den Start des Produkts zu einem Datum, ja, weil da ein Gesetz in Kraft tritt, dann müssen die das formulieren. Dann können die nicht sagen, fangt mal an, es wäre ganz schön, wenn ihr dann demnächst fertig werdet. Sondern dann habe ich ja eine klare Erwartung. Und die muss ich mitgeben und ich muss erklären können, warum das so ist, dass es sich nicht um ein ausgedachtes Datum handelt, zum Beispiel. Ja, ja. Okay. Ja. Also Erwartungen klar zu formulieren und nachher auch dafür zu sorgen, dass die auch getroffen werden, ja, dass die auch erreicht werden. Und auf Basis dessen kann ich mir dann überlegen, was ist es mir auch als Manager, als Managerin wert, explizit hervorzuheben und zu loben. Natürlich, wenn ich das Datum einhalte, darf ich mich da gern bedanken und ich darf das auch loben. Werden die einen Monat früher fertig und wir können noch 10 Nice-to-have-Features einbauen, dann ist Lob mal angebracht und vielleicht auch ein Weißwurstfrühstück oder worauf die Leute Lust haben. Vielen, vielen Dank. Um es mal kurz zusammenzufassen, was wären so deine 3 Takeaways, die du den ZuschauerInnen mit auf den Weg geben willst? Meine 3 Takeaways. Denkt immer dran, die Feedback-Kiste ist ganz groß, da sind ganz viele Werkzeuge drin. Die dürft ihr alle verwenden. Ihr müsst nicht immer nur loben oder immer nur schimpfen. Denkt dran, was Qualität für euch bedeutet, was Qualität für eure Teams bedeutet und vor allem für eure Produkte. Und mein 3. ist, denkt Feedback, denkt Loben vom Ergebnis her, denkt vom Ziel her und leitet daraus ab, worauf ihr Fokus legt beim Loben und vielleicht auch mal beim Kritisieren. Cool. Vielen, vielen Dank, Nina. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir das Gespräch hier führen konnten. War auch für mich wieder viel Neues mit dabei. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Ja, danke, danke. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Fragen habt, die ihr der Nina stellen wollt, die wir vielleicht in einem weiteren Interview nochmal besprechen können, dann schreibt es gerne einfach in die Kommentare und wir schauen, was wir daraus machen. Und ich sage wirklich vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.